Fest in Werder. Endlich ist es soweit. Und nach einem jahrelangen Streit begeht Werder wieder ein angemessenes Baumblütenfest. Und zwar das 145. Vom 27. April bis 5. Mai wird diese alte Tradition erlebbar. Und zur Tradition gehört auch ein Besuch des Festes von Feierabendlern. So bringt am Freitag, dem 3. Mai, der Regio 1 15 Feierabendler zum Treffpunkt am Bahnhof in Idlib-Stadt. Von hier aus gehen wir die gewohnte Strecke hinauf zur Friedrichshöhe. Und Meiern kann man dort gut feiern. Im Gartenlokal. Und sollte es gewittern, auch keiner so zittert, dann scherben wir im Saal. Singen, wir können ja auch singen. Jetzt sind wir in Großaufnahmen, sind wir jetzt hier. Lass! Blütenfest in Werder, voller Luft. Das einst bekannteste Ausflugslokal für Werder, die Friedrichshöhe, verfällt leider noch immer und zusehends schneller. Da so eine weite Anreise durstig und hungrig macht, ist der erste Obstgarten der unsere. Und wir lassen uns den köstlichen Obstwein und die Schmalzstulle natürlich mit Salzgurke schmecken. Genau wie aus Berlin. Hier lernt man sich kennen und reicht sich beim Trennen ganz hell. Ob dieser Plan wohl verrät, wie es weitergeht? Eigentlich auch egal. Unsere Route steht fest. Wir laufen entlang des hohen Weges in Richtung Plantagenplatz. Dabei wollen wir erkunden, ob längs des hohen Weges dieses Jahr auch so viele Buden und Stände aufgebaut sind wie vor Corona-Zeiten. Doch halt, stopp! Uwe, Feierabendradler aus Brandenburg, hatte am 2. Mai seinen 83. Geburtstag. Dazu gibt's an dieser Stelle noch ein besonders herzliches Ständchen. Und die Feierabendler singen dir jetzt alle ein Lied. Also, ein Ständchen. Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Happy Birthday, lieber Uwe! Happy Birthday to you! Weit ist unser Feierabendtross nicht gekommen, denn schon lädt der Obstgarten Rietz ein. Und hier gibt es auch Kaffee und Kuchen. Das sieht gut aus. Hast du richtig gemacht. Ja. Warum komme ich aus Thüringen? Richtig, ich habe das doch gehört. Ich bin nämlich aus Gotha. Nee, ich bin aus Erfurt. Und noch ein besonderes Erlebnis, bis nach Werder sichtbar. Der Brand in einer Fabrik in Berlin-Lichterfelde. Aber nun geht's endlich weiter. Obstbäume sind wegen der sommerlichen Temperaturen Anfang April bereits schon längst verblüht, aber wenigstens werden wir etwas entschädigt vom blühenden Flieder. Allerdings auch hier mit Einschränkungen. Natürlich gibt's auch noch andere blühende Bäume. Warum nur einige Stände geöffnet haben, liegt wohl daran, dass heute ein Wochentag ist. Am Wochenende sieht das bestimmt schon wieder ganz anders aus. Ich wundere mich, warum es immer blüht.
Na, das nenne ich eine Überraschung. Der Lieblingsstand der Feierabendlerinnen, der Hutstand, hat geöffnet. Herr Pfirt, wo ist mein Hut? Er ist futsch, dieser Hut. Ich verklag Ihr Institut. Er wird der Scherz war gar nicht gut. Es ist ein Jammer, vor Ihrer Kammer verlor ich sicherlich die Übersicht. Im Fall des Falles verschenk ich alles, doch meinen Hut verschenk ich nicht. Das Ziel unserer Etappe Hoher Weg, der Plantagenplatz, ist erreicht. Schon wieder steht hier vor seiner Linse. Das ist immer der selber. Nein! Hör auf! Von hier aus geht's entlang der Straße unter den Linden zur Altstadt bzw. zur Inselstadt, wie die Altstadt auch bezeichnet wird. Da die meisten Appetit auf Kaffee und Kuchen haben, werden wir uns hier ein Kaffee suchen. Im Café Jakobs, gleich hinter der Brücke links, scheint es so, als hätten sie auf uns gewartet, und so findet jeder seinen Platz. Erstmal eine Tasse Kaffee. Erstmal eine Tasse Kaffee. Bevor wir unseren heutigen Blütenfestbesuch beenden, schauen wir noch auf dem alten Markt vorbei. Und als krönenden Abschluss treffen wir hier auf die Blütenkönigin. Damit verabschieden wir uns aus der Blütenstadt Werder.